Ja, der eine oder andere wundert sich vielleicht wieder, was wir hier machen, und der andere dann vielleicht auch doch nicht. Ja, Samstag ist hier bei IKEA. Knut-Schlussverkauf. Gibt es wieder durch. Das ganze Sortiment. Das ganze Sortiment, gibt es tolle Angebote, die könnt ihr euch noch holen. Und das Ganze gipfelt im Knut Baumweitwurf Meisterschaft. Genau, in der Knut Baumweitwurf Meisterschaft, direkt auf der Eventfläche vorne. Und wir trainieren jetzt mal. Ja, wir trainieren. Was machst du denn da? Ich habe Weihnachten schon genug trainiert, das reicht hier. Ne? Man muss sich auch nicht überanstrengen. So, Trainingslager ist eröffnet. Ja, Samstag geht es hier wieder richtig nach vorne. 5 Durchgänge von 11 bis 16 Uhr. Pro Durchgang werden 3 Gewinner ermittelt und auf die warten schöne Preise. Und Kinder unter 18 spielen außerhalb der Konkurrenz, für die wartet dann eine kleine Überraschung. Genau, wer uns kennt, der weiß, dass wir schon Kallax-Aufbau-Weltmeister sind. Da war ich nicht. Und das macht nichts. Und das war Frank. Ne? Und diesen Titel wollen wir auch, deswegen werden wir jetzt hart trainieren. So, ran an Baum. Ja, Leute, und bitte bringt nicht eure eigenen Tannen mit, weil so eine Tanne, die braucht eine bestimmte DIN-Norm, das ist nicht regelkonform. Das ist die TAN D1886, glaube ich, war das, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Genau, und damit es auch für alle fair ist, gibt es für Männer eine Tanne, für Frauen eine bestimmte Tanne und für Kinder gibt's Attention! Attention, please, weißt du noch? Otto? Ja, nee. Ja, um mich mal ein bisschen warm zu werfen hier, dann nehme ich mal das Tension. Und das Werfen wird sollte kein Problem sein. Ich mach vielleicht die Tür nochmal auf da hinten. Nicht, dass das da durchgeht, warte. Und? Das war das schon mal. Also das sind gute... Ja, Dima, dann reiß an die Tanne. Halt, Übertritt! Was denn? Also das gilt aber nicht. Also die dürfen nicht, das ist nicht... ihr dürft aber 5-mal mitmachen und euer Glück versuchen, außer ihr habt schon gewonnen. Genau, so wie Ole. So wie ich. Ich darf noch mal werfen, also ich übe weiter. Genau. So, habt eine neue Taktik, pass auf. Ole, was machst du da? Ich pack hier meinen Kopf. Klarer Fall von Knut. Die Jüngeren erinnern sich vielleicht unter euch. Pokal, 4 Touchdowns mit der Nordmann-Tanne in einem Spiel. Ja, das war unser Trainingsachter Knut hier. Wir schaffen natürlich noch mehr, aber das zeigen wir nicht, weil es ist ja ein geheimes Trainingslager. Genau, am Samstag um 11 bis 16 Uhr könnt ihr hier schön Tannenbäume über einen Parkplatz werfen. Genau, können wir zu Hause noch ein bisschen üben, ein bisschen die Weihnachtstanne rüber zu den Nachbarn schmeißen oder so. Ja, und wer bis dahin noch ein bisschen Zeit hat, Knut, Schlussverkäufe laufen noch online oder hier im Einrichtungshaus, kann man noch ein paar schöne Angebote abstauben. Genau. Was ist das denn? Botanicals für den Gin. Ah,